Der FC Basel geht ein hohes Tempo. 3 Spiele, 3 Siege in der Super League. Und gegen IBE soll jetzt der 4. Streich in Serie folgen. Basel-IBE, es ist das Spiel zwischen den beiden besten Super League-Teams der vergangenen Saison. Ja, es ist Angst, wie das eigentlich schon in der letzten Saison der Fall war, wo schlussendlich Kleinigkeiten entscheiden, auf die eine oder auf die andere Seite. Also von dort her gehe ich aus, dass das ein enges Spiel wird werden. Sedou Doumbia. Das Spiel gegen die Berner ist für ihn speziell. Von 2008 bis 2010 hat er Ivora für IBE gespielt. Es ist für ihn die erste Partie gegen seinen Ex-Club. Oui, moi je pense que c'est un match un peu spécial pour moi. Après 5 ans passés hors de la Suisse, mais je retrouve la Suisse et puis mon premier match contre mon ancien club et voilà, donc je pense que ça va être un bon match et puis voilà. Der FCB und Doumbia treffen auf ein formstarkes IBE. In der Super League hat das Team von Adi Hütter 2 von 3 Spielen gewonnen. Und in der Champions League-Qualifikation sind die Berner gegen Schachtar Donetsk eine Runde weitergekommen. Ils sont super bien cette année. Ils ont gagné, comment dirais-je, Schalltag. Et j'ai vu quelques-uns de leurs matchs. L'équipe joue super bien. Et puis voilà, j'espère qu'on serait dans notre bon jour. Et puis voilà. Ein starkes IBE wartet also auf das Team von Urs Fischer. Und damit sind die Zutaten für einen spannenden Fußballabend im St. Jakob Park perfekt.